Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Kevin und dem Kai. Hallo. Hallo, Leute. Ja, und zwar spielen wir heute auch mal einfach Altis Live und haben uns hier jetzt schon mal ein paar Fahrzeuge besorgt. Wir spielen Altis Live? Das ja, ein altes Leben. Wir spielen Altis Leben, ja. Wir spielen das alte Arma 3, aber da die Mod Altis Live. So sieht's aus. Klar. Warten wir mal darauf, dass Chris jetzt losfährt. Ja, Mann, Junge, ich musste gerade nach rechts und links fahren. Rechts und links fahren. Nach links und rechts gucken, Mann. Hallo, erstmal hupen. Der fährt aber schon ein bisschen behindert, der Typ. Ja, wir geht noch. Es gibt schlimmere. Zum Beispiel Chris. Du Polizei. Die ist ja auch schön in ihrer Spur geblieben, die Polizei. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Also, um was handelt denn das? Hast du jetzt angehalten? Ja, weil was? Er zu gut gefahren ist. Ich werde angehalten, weil ich zu gut gefahren bin. Also, die meisten wissen natürlich schon, um was sich das handelt, aber falls sie nicht wissen, um was es handelt, es ist so quasi, wie der Hendrik jetzt sagen würde, ein V-Life-Simulator. Links! Hin, links! Ah, scharfe Restkurve! Wart ihr denn schon wieder lang, Alter? Ich hab euch einfach schon mal wieder verloren. Chris biegt links ab, Arsch! Scharfe Rechtskurve! Du bist doch ein Mango! Also wie gesagt, das ist so ein Spiel, wo man... So ein Spiel, ey. Ui, da ist ja Polizei, ey! Also, ich hab die Polizei Spiel, angehupt! Wer soll die Polizei anhupen, sagst du? ich kann es nicht. Ja, sagst du auch, ne? Ja, sagst du es. Spieler PZ ist bestimmt irgendwie. Bestimmt Polizei. Ist bestimmt PZ wie PS Zentral oder so. Penis merke schon dieses Let's Play, ich starte sofort mit Niveau. Ja, beste. So wie immer bei uns. Hallo und guten Tag, wir sind das neue Autoradio hier bei Altes Alt. Umschalten! Live! Das ist ja ekelhaft. Und Chris, könntest du bitte den Sender wechseln? Wir der präsentieren geht mir ein bisschen auf die neuesten Hits. Sender heute wechseln. Hallo und herzlich willkommen zu Altes Live, der neue Sender, der ganz toll ist. Was? In der Show. Vielleicht fängt er noch an, wieder Werbung für seine Rosen in der zu Show machen. Oh, jetzt neue Rose kaufen, 2,50. Oh, anrufen. Tut, irgendwie ist bestimmt eine Fake-Nummer. Oder? Bitte warten Sie in der Warteschlange! Wie Warteschlange? Ich will Rose kaufen, Junge! Bitte warten Sie in der Warteschlange! Hey Kevin, wo bist du denn? Bin auf bitte dem Weg. Bitte warten Sie in der Warteschlange! Kevin ist nämlich so ein Hallo? Vorsicht der Autofahrer. Hier ist der in der Service für rote Rosen. Rote Rosen? Gibt's auch pinke Rosen? Nee. Komm mal nach vorne, kommt der Kevin. Eigentlich hat er so einen blau-weißen Geländewagen, pinke Rosen aber haben wir nicht. Der ist dunkelrot. Wir haben nur rote. Wollen rote Rote kaufen? Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Sender wechseln. Aber Sie sind am Telefon. Sie haben mich angerufen. Auflegen. Sender wechseln. Das ist ja keine Sprachsteuerung. Ich klicke jetzt auf. Sie sind bescheuert. Du, da bin ich auch mal angekommen und ich hab da dann kann passieren, dass ich mich ab und zu mal zwischendrin kurz stumm schalten muss, nee, deswegen war ich auch gerade ein bisschen leise. Nee. Chris, wenn du sagst auflegen, wirklich so ein Telefon so auflegen. die müssen auch den Knopf drücken. Auflegen! Schreit zum Telefon. Ich hab gesagt auflegen! Chris kauft sich bestimmt so ein iPhone und sagt dann Siri auflegen. Ja, auf jeden Fall. Bei Atlas. Dann wieder oh mein um und Gott, sagt dann, mein Handy hat noch 45% Akku. Nein! Meins noch 40, ich muss ja die ganze Zeit auf euch warten. Ja, meins auch nur noch 40. Meins noch 45. Jep. Das cheatet bestimmt, der hat bestimmt Energiesparmodus. Junge! Ich hab Energiesparmodus. Nein, ich kaufe nix, lassen Sie mich. Nein! Unsichtbare Stimme aus dem Spiel. Hier, der Staubsauger Sondervertrag, nur 2,50€. Staubsauger 2000. Spieler Andreas kaufen verbindet. Kaufen Sie jetzt den neuen Staubsauger 2000. Sie umschalten! Verbindet Leben und Saugen umschalten in einem Staubsauger. Klick! Hallo und herzlich willkommen zu der explosiven Explosionsjagd. Wir explodieren alles, was explosiv ist. Verstehe. Man aber wir haben keine mal, Ahnung, was wir tun. Also kommt jetzt rauschen. Ah, das könnte ich dir natürlich auch mal geben. Vielleicht sogar dem Kai auch, aber ich weiß nicht. Nee, der Kai. Was? Den Kai nicht. Also, ich habe Aufschlüssel geben soll.
25.000 ist jetzt nicht unbedingt so viel. Fahrlizenz, Kupferverarbeitung. Wir meinen hier auch gerade Kupfer. Also das Sinn des Spiels ist eigentlich, genug Geld zu bekommen, um die Polizei, um natürlich sein eigenes Haus zu kriegen. Nicht um die Polizei zu ärgern. Also ich weiß nicht, wo ihr das aufgeschnappt habt. Also es gibt verschiedene, sag ich jetzt mal, Geldeinnehmungs, wie Kupfer, Öl, Sand, natürlich auch illegale wie Kuckerfeld. Illegale. Illegale. Muss man ein bisschen was Illegales machen. Okay. Illegal ist die Elektroversion von legal, weißt du, die sind dann illegal. Ja. Schwarzmarkt gibt auch, da müsst ihr unbedingt. Das ist elektronische Legalität. Können wir ja, es gibt Sklaven auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Oder es ist illegal. Was? Verstehst du? Legales ist auf jeden Fall. Es ist sowieso legal quasi. Kai, du hast aber ein schönes Gesicht, musst du schon sagen. Der jetzt wegguckt. Weißt du, sagst so geil, hat so ein schönes Gesicht. Nee, das möchte ich nicht. Ja, schämt sich nur ein bisschen für dich, das ist schon ganz normal so. Achso. Ist da ein Hebel? Ist doch schwarz. Was ist denn das? Soll ich wegfahren? Ich glaube, der Hebel, der. Wenn da Leute. Der ist ganz böse. Was? Ich sag mal hallo. Hallo! Schöner Heli! Hallo! Und tschüss! Komm, fahr weg! Fahr weg! Schnell! Der ist überhaupt nicht schon am Fahren, nee, das sieht man. Ich hab gesagt, fahr! Eigentlich muss man sich an Tempolimits halten, ja, so wie 80 oder so, aber ja. Ist doch egal. Ja, aber Chris fährt immer 150, ja. Nee, gestern waren es immer nur 120. Um die Kurve. Ja, das stimmt. Gestern waren es immer nur 120. Gestern waren wir sozial, weißt du? Na, gestern. Und Kevin haben gestern Abend schon gespielt, weil wir es nicht abwarten konnten. Das heißt nicht. An dem Schild bin ich mal dagegen gefahren, da war mein Auto kaputt. Ja, du hast auch schon mal geschafft, mit so ein paar km/h mein Auto zu schrotten. Ich weiß immer noch nicht, wie du das geschafft hast. Auf so 50 Meter Strecke gefühlt. Kai ist. Fährt einfach mein Auto kaputt. Deswegen hat er Kai keinen Reifen. Da war nur der Reifen beschädigt. Ja, aber trotzdem, das muss man auch erstmal schaffen mit der Strecke, wo man 30 fährt. Kaputt gegangen. Da war ein Schild! Ich mag Schilder nicht! Wir fahren gerade übrigens schon wieder, muss ich umfahren. Natürlich ganz genau nach Tempolimit. Natürlich, man sieht's. Ja. Ja, ich fahr ein Schild um, mach BOOM kaputt. Chris, du hast so ein riesen Schlagloch, BOOM! Oh, nix kaputt gegangen! So wie Chris gestern doch die Mauer mit umgefahren hat, ne? Als er dem einen Typ ausgewichen ist. Weißt du, ich bin so einem Typ ausgewichen, der natürlich wieder voll krass ausgewichen, warum auch immer. Der hat sich dann natürlich sein Wagen kaputt gemacht. Ist er wieder in deine Spur ausgewichen und du bist explodiert? Nee, er ist in seine Spur ausgewichen, aber irgendwie so ganz komisch und hat dann seinen Wagen zu Schrott gefahren und Chris fährt so eine Mauer um und nichts passiert. Ja, ich weiß es doch. Ja, by the way, Kai wird ja selber fahren. Kai wird ja selber fahren. Ja, muss ich auch, weil er gerade deswegen fährt er immer bei mir. Ist das ein Mercedes oder was ist hinter uns? BMW. Chris ist aber hat nicht geguckt. Alle jetzt BMW. Du wärst denn fast reingefahren. Ja, wärst du auch. Egal. Ja, ist doch Chris egal. Ganz im Ernst. Es ist Kai seine Aufgabe zu gucken. Nicht meine. Ja, stimmt, als Beifahrer, ne? Ja. Heißt ja, du hast mich aber nicht gefragt nach meinem Rad, du bist einfach rausgefahren. Da war ein Stoppschild, du bist nicht mehr angehalten, ja? Ja, wenn du nicht Stoppschild anhältst, kann ich nicht gucken. Wie? Wenn die Straße frei ist, dann hält kein Mensch an dem Stoppschild. Und wenn die Straße nicht frei ist, ich kann doch erst meine Augen aufmachen, wenn du stehen bleibst, weil sonst habe ich doch Angst. Der fahren kann nur 150. Ja, mach mal ein bisschen langsamer, ich fahre gerade mal mit 130. Diesel, mach langsamer! Okay, und oh, ist das zu schnell? Ui! Du hast ja gar nicht die Karte gesehen, dass jetzt wieder die Kurve kam. Ja, eben. Ja. Ich sehe dich da vorne wieder. Ja, das geht ja aber nicht, ja. Oder sah dich ganz gut. Ich habe hier so eine schöne Karte, da weiß ich, wo wir lang müssen, ja? Ich glaube, wir müssen da vorne geradeaus fahren. Da so. Ich glaube, durch die Mauer da. Getrennt. Oh Mann. Kartoffelsack TV. Der hat bestimmt seine eigene TV-Show. Ja, ich glaube, der ist bestimmt voll berühmt, irgendwie so Millionär. Milliardär wohnt in Hollywood. Weil er Kartoffel. Weil er Kartoffeln gefilmt hat. Genau, oh ja, Kartoffel, oh, das ist aber schön, ey. Guck mal, ich fahr ohne Schiff, Kevin. Hallo und herzlich willkommen bei Kartoffel-Sack-Radio. Wir erzählen Ihnen, wie die Kartoffeln gereift sind. Heute sind die Kartoffeln schon 2 Meter weiter gereift. Das hätte man sagen können, dass wir gleich 2 Meter reifen. Ja, da kommt noch einer entgegen.
Na gut, dass du wenigstens das jetzt sagst. Ja, da kann er da auch mal was sagen können, weil es ob die ganze Zeit daneben. Ich glaube, der holt sich ja, der labert die ganze Zeit nur Scheiß über Kartoffelsackzeug. Aber sagt man nicht, dass das Kai und die Kartoffelzeugs. Hat sie bestimmt jetzt gedacht, oh geil, Kartoffelsack. Ich. Oh ja, ist doch geil. Oh ja, Kartoffelsack. Oh. Ah, ich sehe dich da vorne, wenn ich mal wieder ein bisschen aufblitzen. Das ist doch schön aus Jutta. Ich jetzt aber wieder ab, weil hier kommt jetzt diese scheiß Haarnall. Da kommt die Nadel. Ich weiß, ich fahre auch nur mit 140 gerade an. Mit 100? Ich fahre die immer mit 100. Das heißt doch generell in so Rennspielen Haarnadel, oder nicht? Ja, das heißt doch generell Haarnadel, das stimmt schon. Das heißt wirklich generell Haarnadel, Chris. Das haben wir nicht so erfunden. Egal, wir haben die jetzt getauft. Taufen könnten wir jetzt als Nase oder als Mikropimmel oder... Als Mikropimmel! Das Mikropimmel! Kai ist ja irgendwie deiner, oder? Ein bisschen Problems. Vom Mikropimmel. Oh. Ja, hallo, du hättest mich ja mal... Du musst nicht von dir auf andere schließen, ja? Guck mal, du hättest mir sagen können, dass da ist einer. Achtung, Kevin, Achtung, da kommt einer. Ja, Alter, der ist auch gefahren wie eine gesenkte Sau. Aber wenigstens war er auf seiner Spur schon beinahe. Aber warte mal, wir müssen jetzt anhalten. Der war in der Mitte gefahren. Wir müssen jetzt anhalten an dem ATM. Ja, ich war deswegen schon im Graf, allerdings. Ich muss mir nämlich noch eine Nutte ziehen. Du bist vorbei. Nein, bin ich gar nicht. Doch. Nein. Der Geldautomat ist doch da vorne. Du bist an der Toilette vorbeigefahren, ja? Ich musste aufs Klo vielleicht, ja? Warte, ich geh mal hier so ein bisschen. War die Hupe der schlechten Witze? Hier ist ein Red Burger. Lass uns mal zum Red Burger gehen. Hallo? Kann ich hupen? Hättest gern Mc's? Nee, falsch. Du hättest gerne einen Mc's? So zum Mitnehmen? Ja klar. Du nicht, oder was? Gehst du immer zum Mc's? Ich hätte gerne einen Mc's zum Mitnehmen. Kriegst du ein ganzes Restaurant geliefert. Klar. Abbuchen. Hallo? Kai steht jetzt davor. Hallo? Haben Sie offen? Manchmal haben Automaten auch zu, dann sitzen da nicht die kleinen Kinder drin, die Scheine rausreißen. Wirklich? Ja, stimmt, die haben ja einmal im Jahr frei, nämlich am Weihnachten. Chris, du bist gemein, Alter, gerade trinken wir mal so unauffällig nebenbei und dann kommt sowas von dir. Turbo! Nitro! Chris ist da gestern dann, wie Chris bei mir gestern mitgefahren ist und die ganze Zeit gemeint hat, oh mein Gott. Erst so, ja, fahr doch mal ein bisschen schneller, dann drück ich so aufs Gas und dann nicht so schnell, nicht so schnell. Und dann bin ich gefahren, also Kevin, das geht nicht, 2 Meter an die Wand, das ist schon zu weit, ey. Ja, ich hab mir gedacht, dann, ich fahre gleich voll gegen die Wand und bremse ich einfach so. Ja, ich hab so, oh voll Angst, Gott, oh Alter. Gott. Ja, ja. Kai müsste eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir hören uns nicht mehr, Kevin. Das Walkie-Talkie ist leer. Au, mein Auto. Ich hab noch 35%. Ich weiß ja nicht, was du mit deinem Smartphone-Akku geschafft hast. Ich hab gesagt, Walkie-Talkie, du Wichser, ja? Er benutzt heutzutage noch Walkie-Talkie. Jetzt bist du in der Steinzeit hängen geblieben. Mann, macht mal Platz hier, Wichser. Gut. Chris muss auf seinen Standardparkplatz. Ja, das ist immer mein Standardparkplatz. Vorfahren, auf 1 Millimeter Abstand. Lol. Ich war was gestanden, denn? Auf einmal Chris hat es nicht probiert und der Zaun fällt um. Also Kevin, der hat auch... Chris hat aber nichts gemacht und der Zaun fällt um. Ja, stimmt doch. Passt doch. Kai, steig aus. Steig aus, mein Kleiner. Ich bin ausgestiegen. Mann, immer diese... Immer diese... Kevin, du bist wieder so schräg bei mir. Ja. Hast du wieder gesoffen oder was? Nicht so viel. Guck mal, der nicht Micha, so der guckt schon so behindert, ey. Ich glaub, ich weiß nicht, doch. Der will was von Ach, die NSA ist auch am Start hier übrigens. Oh nee, NSA Agent K. Die installieren bestimmt Kameras bei uns. Wir müssen aufpassen. Nein, das sind die Leute, die alle mit K abhören. Chris, wir sind geliefert. Ja, Chris, sind geliefert. Also ich und Kevin sind geliefert. Ja, ja. Nee, ich und Kevin sind geliefert, aber ja, Chris, ich brauch deine Hilfe. Ich und Kevin sind geliefert. Wir werden alle sterben. Verrecken und sterben und... Chris hilft einem nie, so ist er nämlich eigentlich wirklich. Hallo, jetzt nämlich nicht so assi hinstellen. Ja. Trotzdem danke. Ich mach. Okay. Ja, aber die Wahrheit, ne, die darf man doch wohl noch Chris sagen, hilft oder? Nie. Stell mich bitte nicht so hin. Trotzdem danke. Wie du läufst, ey, ich schwör's dir. Wieso, ich bin hier so besoffen, ey. Ohne Spaß, wie komme ich denn aus diesen ganzen Menüs da wieder raus? Achso, okay. Hab ich mich schräg gestellt und hab dann hier bei Aldi, hab ich dann schräg, krank,
gekaufte. Ey, guck mal lieber nach da hinten, ist cooler Sonnen. Oh, hab ich Sonnenwasser? Sonnenuntergang. Ja, voll krass, Junge. Hab ich überhaupt Sonnenbrille? Ja, ich natürlich hab ich Sonnenbrille. Muss ja, ey. Kriegst deine Sonnenbrille auch immer nachts, ne? So im Club. Klar. Aber Steife, Weiber, weißt du, weiß Bescheid, ey. Weißt du, das Blitzlicht ist so hell. Oder neue Payday-Ankündigung zu, was ja, auch immer. Chris läuft immer in den Club wie ein Model rein, weil er denkt, das wäre ein Fotoshooting von den, weil es von den ganzen Blitzlichtern. Da ist dann immer hin, ja. Und dann fangen wir an. Wann fangen wir an? Das kommt dann immer so ran, so Tür auf und dann so, hallo, einmal Fotos. Ja, so alles. Jetzt vorbei, jetzt tanze ich. Jetzt tanze ich. Wer ist der Spinner? So ein Ekel. Soll ich und Kai schon mal vorfahren? Nee, warte. Kai ist ja wahrscheinlich auch schon fertig. Piep, piep. Entspann doch mal. Warte doch mal. Okay, ich fahr schon mal vor. So typisch Chris. Ja, logisch. Ich dreh nein, doch. Chris, ich guck dich nicht an. Nein. Ich hätte jetzt sagen müssen. Ja. Kai, warum guckst du mich warten. Nicht an? Nee. Kai, du bist echt gemein. Weil mein Spiel abgestürzt ist. Ernsthaft? Wirklich? Keine Ahnung, es hat sich minimiert, ich glaube schon. Du bist noch auf jeden Fall drin. Und ohne Spaß, Alter, dein Spiel. Kai ist nämlich Beste. Ich hatte Glück. Warum Glück? Mein Wagen war, glaube ich, die ganze Zeit offen. Hätte ich hat aber keiner was können. Geklaut. Waren alles braves Leute. Jetzt komm mal, ey! Keine Rückmeldung, also ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt warten soll. Oder ob ich beenden soll. Toll gemacht. Super gemacht. Na, erstmal ein bisschen warten. Alter, oder? Junge, du bist ihm fast in die Seite gedonnert. Aber nur fast. Ich kann doch fahren, Chris, ey. Kümmer dich um deinen eigenen Fahrstil. Kümmer du dich um deinen Fahrstil, ey. Kalt nehme ich AMD. Deswegen stütze mal bei dem Arma 3. Gleich schmeißt er dich vom Teamspeak. Das ist der Grund. Gleich schmeißt er dich. Ja, hast du eine andere Ankündigung? Kick from your channel! Ausrasten. Hast du eine andere Erklärung? Man hat dein Headset gehört und das ja, war... Ja, ich weiß, weil ich es gerade noch am Akku dran habe, obwohl es eigentlich voll ist. Ja, dann ziehst du mal ab. Ja, Junge, ich kann gerade nicht, weil ich gerade nicht... Warte, ich bleib... Weil du gerade mit 3 km/h fährst. Ja, du kannst stehen bleiben, ich hab dich im Blick. So, ich bleib stehen. Junge, ich bleib jetzt stehen. Ja, Junge, ich hab gedacht, ich bleib stehen. Ey, wie und geil. Bin weitergerollt, Alter. Ja, was du Scheiße, an Bergen kann man weiterrollen. Wirklich? Das hätte ich nie gedacht, ey. Ja, das sind auf jeden Fall neueste Erkenntnisse der Wissenschaft. Der Wissenschaft? Achtung, warte mal. Ich bremse hier nämlich, um zu gucken, ob was kommt. So Sachen, die du nie tust. Und mach ja auch dein Licht an. Oh mein Gott! Ich hab eine Leiche bei mir! Im Auto! Weil Spieler Kai getrennt. Ja, jetzt so eine Leiche bei mir im Auto. Ah, da hinten bist du, ne? Alter, guck dir mal das beim Kai an, das sieht voll cool aus, wie der da hockt so. Als ob der so, ob ich so... Kann ich wahrscheinlich weniger ein, sehen so ein, wo ich, als ob das so wo ich einen totgeschlagen habe. Wir treffen uns in Kavala. Oh, der Kai ist so ein Mongo. Pass übrigens auf, weil ich hier ja auch wieder ich am Bremsen bin. Ich kann nichts dafür. Dann, ne? Ja, kauf die neue Grafikkarte, so. Auf den neuen Rechner, das komplett. Das liegt nicht an der Grafikkarte. 2000 € NPC, los, jetzt. Ja, gell. Wir sind ja alle total reich und deshalb kann man sich ja auch so einen neuen Rechner mal eben leisten. Ach nee, warte, das war Chris, ne? Alter, ohne Spaß, das sind so... Was? Das sind so gemeine Freunde. Ja, wir sind ganz böse zu dir und deswegen spielst du auch mit uns. Genau. In Wahrheit seid ihr aber wirklich böse. Ach so. Also Chris, ich spiele noch ein bisschen Feed the Beast mit dir und dann schieße ich dich mit einer Rakete auf den Mond, ja? Okay. Dann habe ich dich los. Ja, dann lebe ich mein Leben da ganz oben alleine. Da baut er sich einfach immer nur so einen Roboter zusammen, der mit ihm Feed the Beast spielt. Weil eigentlich braucht er Chris nur dafür. Genau. Der Kai wäre gar nicht befreundet, wenn es Minecraft gab. Oh, Achtung, nein, Auto? Der Witz daran ist, dass wir irgendwann wirklich auf den Mond fliegen. Ja, ich weiß, aber... Ach so zusammen in Urlaub. Also, ich muss eine wahre Geschichte erzählen, wenn... Damals im Englisch unterschrift, da war ich und der Kai und ein paar anderen so Spacken. Da
ja, dann hat der Kai so gesagt, ey, ich hab so Minecraft-Server so.